Eure Josie mit einer neuen React-Folge zu den Twitch Clips Germany. Wir sind mittlerweile bei Folge 228 angelangt und sie heißt: Mit der bin ich im Team? Ist das eine Frage oder ist das eine Feststellung? Also, ich habe es jetzt als Frage formuliert. Es kann natürlich auch eine Feststellung sein. Und wir schauen mal, ob wir rauskriegen im Laufe der Folge, warum und wieso. Nein. Nicht warum. Warum das gesagt wurde, klar, und wieso, nein, das ist ja dasselbe, und ob das eine Frage oder eine Feststellung war. Genau. Wir achten mal drauf. Ich gucke auch heute mal ein bisschen drauf, ob ich es hinkriege, dass ich ein bisschen mehr auch auf das achte, was da passiert. Manchmal ist es ja so, dass ich hier reagiere und was nicht mitbekommen habe. Aber wir wollen mal gucken, dass ich das heute ein bisschen besser hinkriege, auch wenn ich nicht so ganz hellwach bin. Gut, aber wir gehen jetzt mal rein. Und zwar wechseln wir dazu in den Live-Bereich. Vorbereitet habe ich das Ganze schon. Ja, genau. Ich muss sagen, heute bin ich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, das Bild wäre kleiner, aber es ist doch wirklich so groß. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass er ohne Rahmen arbeitet. Und da ist natürlich dann wesentlich mehr vom Bild zu sehen und er hat auch nicht geblurrt und so. Und ja, genau, da sehen wir eine Videokamera. Ich sollte vielleicht auch. Ja, gut. Seht ihr jetzt nicht, weil wenn ich jetzt drüber reinklicke, dann geht es los und das wollen wir nicht. Gut, okay. Dann würde ich sagen, wir starten rein und ich wünsche euch viel Vergnügen. Ich hoffe, meine Sachen sind dann so in Ordnung. Gut, weiter geht's. Hallo Twitch Clips Germany. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser neuen Folge, die euch präsentiert wird von I Am Robot. Ja, okay. Okay, also ich muss jetzt sagen, ja, passt. Aber die Robots aus einem Robot hatten doch ein bisschen schönere Gesichter. Aber es ist eine interessante Idee, wie man eine Rückwand eines PCs, ja, eines PC-Gehäuses, so rum, für sowas benutzen kann. Und er hat das ja nicht nur dazu benutzt, um das als Gesicht zu benutzen. Nein, auf der Rückseite war wahrscheinlich auch sein Zettelchen zum Ablesen. Das hat man nämlich gesehen, er hat nämlich kurz runtergeguckt. Bei mir könnt ihr sicher sein, alles, was ich hier sage, ist frei, weil ich habe keine Scripts. Zumindest nicht dafür. Ein Ticken lauter beim Video. Okay, machen wir doch glatt. So, machen wir mal an. Ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Mal gucken, wie es kommt. Von der Dezibelzahl müsste es passen. Ich mache mal auf. Schade. Möchtest du, dass ich dir von Celine Dion My Heart Will Go On singe? Ich bin echt gut darin, frag meinen Chat. Nein. Danke, sehr nett. Every night in my dreams, Katze. I see you, I feel you. Nein, meine Ohren. Du bist schon fertig? Ich beeil mich, ich hab noch nicht so schnell irgendwas gemacht. Also erst einmal. Ein Herzchen für unseren Kistenkater. Danke für dein Herzchen. Ich hoffe, jetzt ist alles in Ordnung. Er hat auch gute Nacht gesagt. Das heißt, er geht jetzt schlafen. Und also erstmal, das war Final Fantasy 14. Ich war jetzt gerade überlegt, ob ich diesen Bereich schon kenne. Ich bin mir aber nicht sicher. Also die Brücke kommt mir nicht bekannt von das Dorf dahinter auch nicht. Ich spiele auch Final Fantasy 14. Genau. Dazu fällt mir noch ein, falls ihr dieses Video vor dem Jubiläum seht, es gibt immer noch eine Abstimmung darüber, was wir am Jubiläumstag senden. Final Fantasy, WoW oder ESO. Es gibt einen Trend und ich will den jetzt aber nicht verraten, aber wie gesagt, ihr habt immer noch die Möglichkeit abzustimmen und dann entsprechend werden wir eine Stunde dieses dann entsprechend machen. So, das zum einen. Zum anderen, das war ja eine ekelhafte Stimme. Sonst sind die Gesänge immer toll, aber das war ja jetzt immer. Das ging ja auf die Ohren. Meine armen Ohren. Aber zum Glück war das am Anfang nicht so lang und es geht und wir können und jetzt weitermachen. Wenn das zu schlimm gewesen wäre, hätte ich jetzt aufhören müssen, weil dann hätte ich ja keine Stimme mehr. Nein, keine Stimme, keine Ohren mehr gehabt. Weiter geht's. Das kommt nicht gut. Kannst du vergessen. Das sind solche Leute, die denken, sie sind hart genug und hart gesotten für ein Horror-Game.
und gehen dann hin und streamen das und stellen dann mittendrin fest, ich bin doch nicht so hart gesotten. Und vor allen Dingen, ich mache natürlich erst einmal ein Auge rum und gucke da links, da warte ich einen Moment vor allen Dingen. Und das, diese Ecke war prädestiniert dafür, dass dort ein Geist steht, das ist doch klar. So, also, denkt bitte mal dran, wenn ihr Horror-Games streamt oder Horror-Games spielt, die sind nicht umsonst Horror. Das heißt, da ist ein Erschreckungsmoment mit drin. Und der muss auch da drin sein, sonst macht das Ganze gar keinen Spaß. Dann könntet ihr auch ein Action-Spiel spielen. So, und das ist die Doni. Ja, genau. Wie gesagt, sie ist eine sehr interessante YouTuberin. Nein, schon mal gleich. Eine sehr interessante Streamerin, so rum. Und macht manchmal ganz verrückte Sachen. Ich gucke hin und wieder bei ihr rein. Was ich von ihr besonders mag, sind diese, Potato Fish oder wie die heißen. Also die Leute, diese Gruppe, die Fake-Freundinnen ausfindig macht. Finde ich interessant. Gut. Und jetzt machen wir weiter. Würde dich das stören eigentlich, wenn ich auf PlayStation spielen würde? Bist du doof oder so? Nein, was? Würde die, nein, das würde mich. Hey, feel free, mach einfach. Lad noch ein paar Leute ein, gar kein Ding. Mach einfach weiter. Ich spiele dabei. Bisschen PlayStation. Stört euch nicht, oder? Also Chat, stört euch das? Nee, oder? Ist okay. Ich verstecke mich auch ein bisschen. Nee, geh einfach weg. Kannst du bitte einfach... Was soll denn das jetzt? Du störst meinen kompletten, fantastischen, nicht vorbereiteten Content, Alexander. So sieht man mich nicht. Das ist... Jetzt weiß ich einen Grund, den man mal anbringen könnte, warum wir nicht in einem Raum sitzen, sondern in zwei Räumen. Deswegen. Gut, er streamt ja momentan nicht so viel, unser Kistenkater. Er nimmt sich mal wieder vor, aber es klappt dann irgendwie nicht. Aus gesundheitlichen Gründen, was ich aber auch verstehe. Aber bei uns würde das nicht vorkommen. Selbst wenn er jetzt hier sitzen würde und würde entsprechend was spielen, was jetzt hier jetzt nicht ist, würdet ihr ihn nicht sehen, weil er würde weiter da drüben sitzen. Und dann entsprechend natürlich nicht im Bild sein. Dann ging das. Weil vom Ton her wäre es vielleicht ein bisschen problematisch, aber sonst. Aber das geht ja mal überhaupt nicht. Also da muss ich Doni recht geben. Wobei, dieses Zugeben, dass sie den Stream nicht vorbereitet hat, das ist natürlich auch was Interessantes. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Das hat sie nur so gesagt. Okay, weiter. Tja, Paul. Egal. Ich zeige jetzt das Feature. Und zwar: 3, 2, 1. Okay. Es ist, wie soll ich sagen? Mein Kopfhörer ist ein bisschen auseinandergefallen, mein Ohr hält das jetzt einfach immer. Ja, da gäbe es jetzt eine Möglichkeit. Wahrscheinlich ist das nur so ein Ding am Kopfhörer, was man so ein, was so eingehängt ist, also so drüber gestülpt. Dann würde ich gucken, ob ich das wieder drüber stülpen kann. Na gut, okay, wenn das natürlich ausgeleitet ist oder vielleicht eingerissen ist, dann ist es schlecht. Bei denen hier, die ich hier habe, ist das natürlich ganz einfach, die sind festgedreht. Ja, also da kann man abdrehen und auswechseln. Haben wir bei unserem Kistenkarte schon gemacht, weil der den so lange benutzt hat, dass sich das Kunstleder gelöst hat. Dabei löst sich das Kunstleder auch hier oben. Da müssen wir uns auch noch was überlegen, weil das kann man nicht austauschen, das kann man austauschen. Und ja, genau. Aber das, die würde ich auch entweder austauschen oder gucken, ob ich sie reparieren kann. Unglück voraus. Oh Gott. Elden Ring. Was war das? Ich würde sagen, sie hat ein Alert, den sie noch nicht lange hat und der sie jedes Mal dabei erschreckt. Ja, gut. Was soll man jetzt dazu sagen? Dann sollte sie vielleicht den Alert ändern. Oh, der sich an den Alert gewöhnt. Gut, weiter geht's. Wenn du Abfälle essen würdest, wäre es Kannibalismus. Wenn man... Okay. Nein, dazu sage ich jetzt nichts. Weil das klang jetzt doch ein bisschen beleidigend. Aber gut, gucken wir weiter. Nein, obwohl wir gucken jetzt gerade im Moment nicht weiter, aus einem Grund. Ist schon weg. Okay. Gut, dann gucken wir weiter. Wenn man eine Zeit lang mit einem Stift im Mund, also indem man mit den Lippen, nicht mit den Zähnen, aber mit den Lippen auf einen Stift drauf beißt, redet... Wenn man das für 3 Minuten macht, hat man danach eine bessere Aussprache, weil die Lippen wieder
gefühlt besser funktionieren. Das Ganze ist relativ nice und hat mit einem Stift zu tun. Also für den Fall der Fälle, dass man irgendwas mit Stiften machen möchte, um besser reden zu können, Glückwunsch dafür. Also, ich bin jetzt kurz überlegt, das mal jetzt nicht sofort, aber das einmal auszuprobieren, ob das funktioniert. Ich habe allerdings die Vermutung, dass das wieder nur eine Verulkung von ihm war, weil, wenn ich ohne Lippen spreche, dann habe ich ja keine richtige Aussprache. Weil die Lippen sind ja wichtig für die Aussprache, zumindest teilweise. Aber ein Versuch wäre es wert. Aber nicht im... Ich töte ihn. Ja. Okay. Gut. Funktioniert. ja. Wir haben endlich rausgefunden, warum die Alerts nicht funktioniert haben. Jetzt funktionieren sie wieder. Dankeschön. Und weiter geht's. I'll feel totally secure. Being watched by something with a creepy, creepy face. See that? Will all make sense when I am older. Okay. Das war ein interessanter Clip. Gut gespielt. Finde ich in Ordnung. Und ja, hat sie gut gemacht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Gut vorbereitet. Mal nach Hause kommen, wenn ich den Pornokanal ausmachen muss. Okay. So ein Ding ist das. Ja, ist ja 29. The fuck? Was macht der denn? Okay. Also erstens mal. Das bleibt jetzt unter uns. Das war ein Survival-Game. Also was, was unser Kistenkater gerne mag. So. Kennt ihr aber, glaube ich, noch nicht. Also nicht schlimm. Zweitens, das Thema war nicht unbedingt das, was man im Stream bringen sollte. Und das mit dem Schiff war creepy. Er steigt vom Schiff, er fährt mit dem Schiff an die Rampe. Steigt aus, das Schiff verschwindet und fällt dann vom Himmel. Okay. Vielleicht war der... Moment. Ich hab eine Vermutung, warum das Schiff vom Himmel fiel. Er ist so schwer gewesen, dass das Schiff weit nach unten gedrückt wurde. Als er ausgestiegen ist, gab es eine... Und es wurde nach oben katapultiert und muss natürlich wieder runterkommen. Ist ja klar. Für die Spielfigur keine tolle Idee. Oder so. Oder wie auch immer. Weiter geht's. Euch. Wurdest du schon mal von irgendjemandem, der nicht deine Frau ist, angerufen und da hat jemand gesagt, kannst du mal eine Spinne töten? Ich kann euch sagen, gibt es, kenne ich. Okay. Streng genommen, ja. Schon passiert. Könnte ich dir sogar sagen. Ja, dann komm mal aus der Friendzone, du Beta. War meine Mutter. Und das war, ich war ja, quasi danke, nebenan. Dann komm mal aus der Friendzone und werd mal zum Motherfucker. Und sie hat auch nicht angerufen, sie hat gerufen, glaube ich. Ja, okay. Also das kenne ich auch. So mit Spinnen größerer Art, da wäre ich auch immer gerufen. Wobei, ich bin nicht der Mann im Haus. Ich bin die Frau im Haus. Irgendwas läuft hier falsch. Aber egal, weiter geht's. Aber die Flipflops übrigens. Und jetzt nochmal schneller. Die Figur erhält entsprechende Art eines Elementarschadens oder physischen Schadens ihrer heftigen Schlags, nachdem die einen Gegner damit getroffen hat, einen entsprechenden physischen oder Elementarschadensbonus von 20% der 5 Sekunden, 0,5 Sekunden Abklingzeitreffer stark, aber die Bonuseffekte für die unterschiedlichen Elementarschadensarten oder die physischen Schaden existieren unabhängig voneinander und ihre Wirkungsdauer wird unabhängig voneinander berechnet. Genshin Impact. Spiele ich hin und wieder, ist aber nicht so hundertprozentig meins. Das zum einen. Zweitens, wow. Das muss man erstmal hinkriegen, so schnell abzulesen und das dann auch noch so, dass es verständlich ist. Das kriegen viele nämlich nicht mal hin. Also dafür ein Daumen hoch von mir. Wunderbar, sehr gut gemacht. Weiter geht's. So, ich werde jetzt versuchen, Mainz dieses Geld Rätsel zu lösen, okay? Okay, Zeit läuft schon. Zeit ist scheißegal. So, ich weiß, hier muss eine Bombe sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke... Nee, was passiert, wenn man... Ah, wenn man auf die Dinger klickt, dann löst das alles. Ach, geil.
Ach so, das geht doch weiter. Wenn es hier wäre, dann müssten die beiden free sein. Und dann müsste da die nächste sein. So weit, so gut. So weit, so gut. Das geht ja noch weiter. Obwohl, das war ein großes Spielfeld, also da kann man schon ein paar Stunden dran sitzen. Aber ja, weiter geht's. Das hier ist eine 3. Wow. Die hat 2, muss Mine sein. Das hier ist eine 3, hat 3. Free. Du bist dämlich. Er ist dämlich, aus einem einfachen Grund. Er kann nicht nur unten die 3 nehmen. Ist doch klar. Es ist ja auch noch außenrum welche. Und da waren schon 3 Stück offen. Waren schon welche offen. Also muss da irgendwo noch eine Bombe dabei gewesen sein. Naja, so viel geschafft und dann am Ende doch verkackt. Ja, so kann's gehen. Aber trotzdem Respekt, so viel geschafft zu haben. Ich komme meistens so bis zur ersten Bombe, dann ist Feierabend. Dankeschön. Gerne. Das mal runterfallen lassen. Das ist nicht passiert. Doch, es ist passiert. Er hat das fallen lassen. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was sie hat fallen lassen. Ich hoffe, es war nicht die Kontaktlinse. Das könnte nämlich problematisch werden, die wiederzufinden. Ja, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich trage ja Kontaktlinsen und mir ist auch schon zweimal eine runtergefallen. Ich habe sie aber zum Glück immer wieder gefunden. Zum Glück ist mir das nicht draußen passiert. Das wäre schlimm. Oh mein Gott! Okay. Da war jemand, den habe ich gar nicht gesehen. Da war einfach jemand gewesen. Ich jumpe, Alter. Ja, man sollte schon die Augen aufmachen, wenn man guckt. Ich habe den gesehen, als du an der Kiste Anlauf genommen hast, dass da jemand stand. Wobei ich dazu sagen muss, er stand etwas weiter weg. Eigentlich hättest du auf der Kiste landen müssen und entsprechend reagieren können. Beziehungsweise entsprechend draufkommen können. So, ja gut, okay. Gucken wir weiter. Weiter geht's. Der Chat, warte. Chat guckt da. Da oben. Ist der Berliner Fernsehturm. Ist auch ein Restaurant. Oh mein Gott! Was war denn das? Ja, das war der Berliner Fernsehturm. Und da muss ich dazu sagen, da war ich auch schon drauf. Und da oben ist ein Restaurant drin und eine Aussichtsplattform. Die Aussichtsplattform, sehr schön, kann man sehr schöne Bilder von machen. Also schießen, fotografieren. Habe ich gemacht. Und das Restaurant ist auch sehr nett. Das dreht sich so die ganze Zeit rum. Also man sieht dann, während man dann isst, die ganze Zeit einen anderen Ausblick. Das ist sehr schön. Und das Essen ist sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Also mir hat es sehr geschmeckt. Ich fand es sehr toll. Und ja, genau. Würde ich wieder mal machen, wenn ich in Berlin bin. Kommt aber nicht so oft vor. Ah. Los, Toni. Schwing das Ding zu unserer Seite. Hör auf, mich wegzuziehen. Lass ihn in den Abgrund, wir müssen das zu unserer Seite. Ich bezahle für jeden Rolli, wir verlieren Zap, Toni. Team Rot sind wir nicht. Team Blau, Toni, du rennst in die falsche Richtung. Rot! Es gibt nur eine Seite, die rot ist. Und die ist riesig groß und riesig viel. Rot, Toni! Ah, okay. Jetzt verstehe ich den Titel dieser Folge. Bei Party Animals kann man ja immer auch zu zweit spielen in einem Team. Und wenn sich die Teams dann gegenseitig fertig machen, also intern, dann ist das natürlich nicht so toll. So, weiter geht's. Jetzt muss ich hier durch. Easy Tutorial. Was habt ihr denn alle für Probleme? Oh, warte mal. Ja, kein Stress. Aua, was... Aua, lass mich mal in Ruhe, Alter. Was willst du? Der will dich hauen. Junge, wo kommt der her auf einmal? Verpiss you, Alter. Ich bin einfach tot. Ja, wo kam der her? Aus der kleinen Luke daneben. Das Tutorial soll dich auf das Spiel vorbereiten. Im Spiel kommen eben auch ab und zu mal NSCs, die einen verprügeln. Von denen musst du dann halt wegrennen. Das ist halt der Sinn der Sache dahinter. Vielleicht solltest du die Spielanleitung mal lesen. Soll ja Leute geben, die sowas machen. Ja, genau. Weiter geht's. Ja, natürlich. Ich müsste mal gleich abholen. Bei Dela, das hat man schon lange nicht mehr. Nein!
Also, wenn der Jäger direkt hinter einem ist, dann in einen Schrank reinzugehen, wo er sieht, wo er reingeht, das ist eine Dämlichkeit. Sowas macht man auch nicht. Das hat dich dein Leben gekostet. Gut, ja. Okay. Manchmal sind die Jäger auch etwas dämlicher, aber in dem Fall war er nicht so dämlich. Gut. Was steht da? Kokosnuss, Kastanie, Kuhmilch, Seeigel, Sandfloh, Wolle, Tausendfüßler, Alge, Ei, amerikanischer Flussbarsch, oranger Seestern, Strandwurm, Ziegenmilch, Weizen. Okay. Ach, das hat sie in der Truhe. Und das für ein Spiel. Harvest Island. Kenn ich. Das ist das nicht ein Zwitschspiel? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich hoffe, deine Schwester. Warum will ich deine Schwester sagen? Deine Pizza mundet dir. Ich hoffe, deine Schwester mundet dir, Panda. I don't know. Keine Ahnung, was mein Kopf da gerade gedacht hat. Aber lass es dir schmecken. Also nicht deine Schwester, sondern die Pizza. Es gibt Momente, in denen sollte man einfach nur eins tun. Den Mund halten. Also die Schwester wollen wir hoffen, dass sie ihm nicht geschmeckt hat, sondern eher die Pizza. Weil Schwester essen wäre Kannibalismus. Das hatten wir doch gerade eben vorhin mit dem Müll schon. Weiter geht's. Earth shall receive my magnificence. Nein! Glory. My great works will begin. Meine Tastenkombination, um die Cappy an- und auszumachen, ist das Game neu laden? Das ist der Moment, in dem du feststellst, dass du deine Tastenkombinationen falsch belegt hast. Deswegen eventuell als kleiner Tipp, hol dir entweder ein Stream Deck oder pack das aufs Handy und lege die Kombination dann auf das Handy. Und nicht ins Spiel. Nimm eine andere Tastenkombination. Kann ja eine etwas ausgefallenere sein. Und dann nimmst du die und zum Beispiel Steuerung, Alt, Shift, K oder so. Die sollte im Spiel nicht unbedingt reagieren. Und die legst du dann auf eine Taste und dann hast du es mit einem Tastendruck an, aus. Genau. Nur so als Gedanke. Man will dir nur helfen. Und gar nicht so schwer auf uns zu. Was passiert, wenn ich auf euch schieße? Jetzt weißt du, was passiert. Das war das Ende des Games. Game over. Starten Sie von vorne oder vom nächsten Speicherpunkt. Je nachdem. Ja. Gut. Mich dünkt, dass irgendwo gesagt wurde, wenn du darauf schießt, dann ist das nicht gut. Kann ich statistisch irren, aber gucken wir einfach mal. Ich hatte das Problem schon mal, hab's gefickt und... Ja, okay. Der freudige Versprecher. Sie hat es natürlich gefixt. Also, liebe Kinder, das ist was anderes. Also, sie hat das gefixt. Nicht solche Sachen auswendig lernen. Wer will denn da ständig was... Ach so, ja, nicht klar. Okay, weiter geht's. Hey, Mario! Nein! Mario, hey, das ist jetzt die Mario-Sektion. Und, ja, der Arme gerade tat mir leid. Mal gucken, was hier passiert. Das war die Strafe, weil du ihn zwischendrin angehalten hast. Das tut man nicht. Im Sprung vor einem Abgrund macht man doch keine Pause. Das Spiel braucht dann einen Moment, den nächsten Tastendruck nach dem Entfernen der Pause zu registrieren. Und das ist zu lang, da stürzt du automatisch ab. Selbst schuld, kein Mitleid. Ah, Vollgas. Im Übrigen, ich muss doch gleich was dazu sagen. Oh, wow. Oh, wow. Wow, das war ein cooler Move. Zum einen, also Vollgas, ich liebe dieses Spiel, ja, das wisst ihr. Momentan gibt es bis Ende Dezember, also bis zum 31.12.
in Final Fantasy im Golden Sorcerer, Golden Sorcerer, so rum, eine Kooperation mit Fall Guys. Da könnt ihr Fall Guys spielen. Das ist aber eine ganz miese Aktion. Also die Level sind ganz mies, weil man muss da einige zusätzliche Dinge einberechnen gegenüber dem normalen Fall Guys Spiel. Kriegt dafür immer wieder Punkte und dafür kann man sich dann Belohnungen in Final Fantasy 14 holen. Wenn ihr das also machen wollt, man hat, kann schon seinen Spaß haben, man kann aber auch seinen Frust haben. Also meine Tischplatte hat 3 neue Kerben, weil ich reingebissen habe. Und aber ich find's eine lustige Idee, mal sowas zu machen. Ja, hatten sie ja schon öfters mal solche Kooperationen. Das ist aber wirklich mal eine lustige Kooperation. Achso, übrigens, eins der Dinge, die ihr bekommt, ist dieses Sereno, was euch von der Plattform schubsen kann, als Reittier. Also wen es interessiert, so als was als Reittier mal zu haben, da kriegt ihr es. Also da ist jetzt, hat sich was aufgestellt. Halt wie bei so einem Hund, wie sagt man? Ah, fucking bitch! Was ist mit dem Ding passiert? Der war das. Was tust du das? Ja, du sagst ja doch, da hat sich was aufgestellt. Klar, das war dieser Sprungmechanismus. Ist doch klar. Klar, das war sie das. Das hat sie auch für den Controller gemacht. Aber manche Leute lernen es nie. Während ich dies schreibe, war dies die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Und du? Du musst einen Key Press. Also einen Knopf drücken. Ah, ich muss einen Key drücken. Ich warte die ganze Zeit auf etwas. Ja, ich hab's doch gesagt. Du musst das drücken. Statt doch auch da. Lesen will gelehrt sein. Okay, ich sehe, worauf das hinaus will, das Spiel. Ah, das okay. Ist das Neue. Gefühl und Skill. Let's go. So viel dazu. So viel zum Thema Gefühl. Das war gefühlt schlecht. Muss ich so sagen. Einfach so, wie es ist. Also, raus. Weiter geht's. Interessant. Mhm. Ah, du! Das war die Rache. Die Rache der Frau ist ein interessanter Filmtitel für einen Krimi oder einen Horrorfilm, je nachdem. Da war es Horror. Passt zum Spiel. Oh, scheiße. Oh Gott, hier stimmt nicht. Oh, scheiße. Oh, was habe ich jetzt gemacht hier? Oh, fuck. Okay. Oh, Scheiße. Jetzt seht ihr, was passiert, wenn ihr zu heftig auf eure eigenen Alerts reagiert. Also wenn ich jetzt hier runterfallen würde, wenn ich in diese Richtung falle, dann würde ich mir massivst wehtun, weil da massivst was Hartes steht und außerdem die Wand ist. Wenn ich da falle, dann wird es problematisch, weil dann habe ich meinen Schulungslaptop kaputt gemacht, weil der steht momentan da. Weil ich den die Woche gebraucht habe hier. Hm? Muss schnell ja noch wegräumen. Weiter geht's. Lull. Ah, Among Us. Ah ne, Couscous-Duck. Falsch, nicht Among Us. Das ist aber ein ähnliches Prinzip. So, ich muss ja eh darüber, ne? Aha, das ist fies. Das ist... Überraschung! Ah! Boah, ist das fies. Das ist fies. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Das ist gemein und fies. Sowas tut man nicht, auch wenn das der Sinn dieses Spiels ist. Okay, warte. Okay. Charlie, ich brauch dich eben ganz kurz. Charlie ist mein Hund. Du bist jetzt hier mein Alibi. Das ich zeig euch ein Charlie-Bild, okay? Ich möchte einmal sagen, okay. Der Typ, okay. Ja, hat meinen Hund geklaut. Okay, sofort die Polizei rufen, das ist ein Tiernapping. Und sowas geht gar nicht. Nein, natürlich nicht, weil durch Zufall haben sie wahrscheinlich das gleiche Tier. Also, die gleiche Rasse. Oder wie auch immer. Weiter geht's.
Okay. Hab ich jetzt gerade ein Schwein gehabt, dass ich rausgegangen bin? Ja, du hast Schwein gehabt, dass du rausgegangen bist. Du hättest aber nicht stehen bleiben sollen. Du hättest weitergehen sollen. Ich habe gestern in Final Fantasy Parcours gehabt. Das war ähnlich. Lustig. Weiter geht's. Die schlagen vor, dass man in der HD-Auflösung spielt. 1920x1080. Digga, ich habe einen 4K-Monitor. Wenn ich das hier in HD einstelle, sieht das so aus wie mein letztes Tinder-Date ohne Schminke. Beschissen, ja? Das geht nicht. Gehen tut das schon. Du hast halt einen etwas übertrieben großen Monitor in der Auflösung. Dass das ein bisschen beknackt aussieht, gebe ich dir recht. Aber gehen tut das rein theoretisch schon. Es könnte natürlich auch sein, dass das Bild dann einfach kleiner wird. Also, ja. Aber wir kennen das doch. Die Spiele sind immer sehr konservativ, was die Einstellungen angeht. Wer auf den Grundeinstellungen eines Spiels spielt, ist selbst dran schuld. Also, meine ich nur so. Einstellen kann man ja immer noch. Weiter geht's. Na, nochmal Formel 1. Okay. Wow. Das war das Gas geben auf einer langen Geraden. Ich hätte jetzt aber gerne gehört, wie sie das macht, wenn es abbremst. Also wieder zurück. Vor der Kurve. Herausforderung. Wenn du das hinkriegst, Daumen hoch. Wenn du es gut hinkriegst, zwei Daumen hoch. Weiter geht's. Schüttel mal das UV-Licht. Das UV-Licht, nicht. What the? Ist das mit Schütteln gemeint? Rechtsklick. Ah. Danke. Du solltest das Licht schütteln, nicht den Monitor. Oh Mann, manche Leute sind echt lustig. Weiter geht's. Deine Freundin ist immer bei dir, wenn du die Augen zumachst. Erstmal unabhängig von dem, was er sagt. Wie macht ihr Gänsefüßchen? Scheinbar macht Gronkh mit einem Finger Gänsefüßchen. Macht man nicht Gänsefüßchen mit zwei Fingern? Ist es irgendwie generationsbedingt, wie man Gänsefüßchen macht? War das irgendwie 1920 so, dass man mit einem Finger ein Gänsefüßchen gemacht hat? Also, ich stamme zwar nicht aus dem Jahre 1920 geburtsmäßig, aber ich mache das auch mit zwei Gänsefüßchen, mit zwei Fingern. Ja, man kann es aber auch mit einem Finger machen, weil es gibt ja auch ein einzelnes Gänsefüßchen. Kommt halt immer drauf an, wie man es macht. Aber Gronkh ins Geburtsjahr 1920 zu bringen, das ist frech. Das ist ganz frech und dafür gibt es einen Tadel. In die Ecke stellen, im runden Raum und schämen. Ey, bin in die Nähe von einem Ereignis gekommen. Warum laufe ich so? Weil du es kannst. Ich würde sagen, du hast soeben einen Bug in diesem Spiel gefunden. Dokumentieren, melden, vielleicht Glück haben, dass du was kriegst. Weiter geht's. Ich hab gesagt, dass jetzt eine Bomben-Story wird. Bitte links. Oh Gott. Du hast ihn gefangen. Verdammte Scheiße. Was hast du getan? Das ist krank. Ja, warum nicht? Das ist ja, das Spiel sagt es ja auch. Großer, Crancy Auto. Ja, also man soll ja da genau solche Sachen machen in diesem Spiel. Und ja, vielleicht war das war sehr subtil. Man hat die Spur gewechselt. Man hat halt nicht geguckt. Meine Mutter ist gerade bei mir reingekommen, um zu fragen, ob sie sich ein Eis nehmen darf. Ich hatte keine Kopfhörer auf Asche mit davon. Ja, mein Bein. Weißt du was, Mucki? Selber schuld. Selber schuld. Asche-Streams sind immer stumm oder mit Kopfhörern. So, ich hänge also bis zum Ellbogen in diesem Toilettenwasser und muss meine Scheiße von dieser Wand kratzen quasi, okay? Weil das so festgeklebt hat. Ich kann das gar nicht erklären. Das hat sich so richtig festgesetzt. Wir hatten es von Eis und dann... Jetzt habe ich keine Hunger mehr auf Eis. Zum Glück ist Wind, ist es kühl und man isst kein Eis mehr. Weiter geht's.
Da ist ein Baby. Oh. Wir müssen gleich was essen. Das ist nicht dein Moment. Ernst. Da gab es keinen Zusammenhang. Das waren zwei unterschiedliche Gedankengänge. Ja, das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Das war... Nee, das war nicht mal die Kurve gekriegt. Nein, absolut nein. Nein, 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 nein. Tadel zweimal in die Ecke stellen in dem runden Raum. Gehen wir mal. Okay. Glaub nicht. Oder vielleicht doch. Ja. Okay. So viel dazu. Okay. Ja. Spider-Man. Spider-Man. Ja, ich lieb das Lied eigentlich eher mit Spider-Schwein, aber gell? Wer diesen Spruch kennt, ist Fan einer besonderen gelben Familie. Hängt bei mir hier an der Wand. Also die gelbe Familie. interessant. Wenn Spider-Man so über den, auf den Boden, über den Boden läuft. Okay, weiter geht's. Ori in the Blind Forest. Ja, du, mein Leben. Mach nochmal weiter spielen. Das brauche ich noch. Danke. Und tschüss. Ey, ich sag's ja. Ja, du hast doch angekündigt und trotzdem hat's nicht funktioniert. Ja, gut. Ori in the Blind Forest muss ich auch noch weiterspielen, ja. Jo, vielen, vielen lieben Dank. Oh mein Gott. Was war das? Ich hasse mein Leben. Wehe, das kommt zu TCG, Mann. Das war doch jetzt klar, dass das zu TCG kommt, oder? Hast du was anderes erwartet? Weiter geht's. Ja. Ja, wieso? Als würdest du jemanden ermorden wollen, denke ich. Oh ja. Oh ja, klang okay. Warte, das klingt so, wenn man in der Mensch Also, zwei Fragen habe ich jetzt dazu. Erstens mal, klingt das wirklich ähnlich? Ich meine ja nur, vielleicht weiß es einer und kann es mir sagen. Zweitens, wessen Gesicht hatte sie gerade in diesem Augenblick vor Augen, dass sie so enthusiastisch da reinstach? Das würde mich auch interessieren. Das kann aber nur eine Person beantworten. Vielleicht kriege ich ja eine Antwort, mehr weiß es ja nicht. Weiter geht's. Spitzer, Spitz, Stifte, spielen Spitz. Okay. Okay, deine Zeit läuft jetzt. Mein Spitzer, Spitz, spielen... mein Spitzer, Spitz, spielen Spitz, meine Spitzer. Nicht ganz, ich sag nochmal. Mein Spitzer, Spitz, Stifte, spielen Spitz. Mein Spitzer, Spitz... Stifte? Spielen Ja. Ja, ja, das ist mein Spitzer, Spitz, Stifte, spielen Spitz. Gut. Das jetzt 10-mal hintereinander und dann bin ich für heute fertig oder so ähnlich. Weiter geht's. Die natürlich unwiderstehlich sind für den Monster Ducky Ruge. Ui, ein Knutschi. Alles für den Ducky. Das sollte von meiner Nase runtergehen. Nimm deinen Arsch aus meinem Gesicht. Ja, wenn du sowas machst und deine Papageien auf die Schulter oder an den Körper setzt, dann ist doch klar, dass die auf solche Ideen kommen. Gerade bei so einer Mütze. Da kann man nicht sehr viel dazu sagen. Weiter geht's. Mein Spitzer, Spitz, Stifte spielen Spitz. Ich hab grad was ganz anderes. Okay. Mein Spitzer. Ja, aber trotzdem Applaus für den Versuch, oder? Das ist auch schwer. Spitz. Also, ich würde es nicht besser machen, bin ich ehrlich. Ey, ich auch nicht. Komm, 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 komm. Ronja. Mein Spitzer spielen Spitz. Mein Spitzer spitzt, Stifte spielen Spitz. Mein Spitzer spitzt, spitz, spielen Spitz. Nein, spitzt, Stifte. Mein Spitzer spitzt, Stifte. Mein Spitzer spitzt, Stifte. Das ist so geil. Spitz, Spitz. Sie tut mir auf der einen Seite so leid, aber es ist so geil. Wie sie sich so anstrengt und es nicht hinkriegt, das ist so geil. Aber ich gebe es ganz ehrlich zu, auf einer Bühne vor so vielen Menschen würde ich es auch nicht hinkriegen. Definitiv nicht. So, was Mau, dieser Hoodie, ne? Ich finde den so cool, aber wie gesagt, Aufdruck und so, alles schick.
schön. Aber die haben sich hier was ganz Bescheuertes bei einfallen lassen. Man kann diesen Hoodie nämlich auch als Jacke benutzen. Dazu muss man den ausziehen und umdrehen. Und dann hat man auf der Rückseite hat man Taschen, hat man Reißverschluss. Hast du schon mal so was Bescheuertes gesehen? Deswegen ziehe ich das Ding nur zum Gammeln zu Hause an. Also ich muss sagen, das ist eine sehr interessante Konstruktion. Eins würde mich jetzt aber interessieren. Du hast die Mütze hinten, wo der Reißverschluss ist. Wie funktioniert das bitteschön? Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass die Mütze lose gelagert ist und man die da nach hinten drücken kann. Das ist trotzdem ein sehr interessanter Hoodie. Muss ich sagen, finde ich praktisch. Je nachdem, wie man es braucht. Ja. Als bei mir. Antonio! Okay, dadurch, also dagegen sieht mein Kabelmanagement einfach göttlich aus. Also mein Kabelmanagement sieht auch ein bisschen besser aus als das, obwohl ich hier auch ein Kabel habe, das nicht so ist, wie es sein soll. Das muss ich bei Gelegenheit mal verlegen. Ich muss aber auch das Kabelmanagement unterm Tisch noch ein bisschen anders machen. Das zum einen. Zum zweiten, sie hat ein AOC-Monitor und zwar einen genauso, wie ich ihn hier habe, nur bei mir ist der Fuß nicht zu sehen, weil ich das Ding auf einer Monitorhalterung habe, damit ich sie auch mal hochdrehen kann, wenn ich sie brauche entsprechend oder bewegen kann. Ist ganz praktisch, wenn ich auf der Couch sitze und will hier was machen am Rechner, dann kann ich ja das entsprechende umdrehen und sehe dann, das ist für alles praktisch. Wenn ich da reingehe, das ist schon der erste Kill. Ey, wie dunkel das da drin ist. Das ist der erste Kill, das ist dein Kill. Immer laut sprechen. Na! Scheiße. Das war meine Taschenlampe, Mann. Oh, es war meine Taschenlampe. Ja. Ja, genau. Okay. Erschreckt, gestorben. Weiter geht's. Nächster Versuch. Können wir ganz kurz gucken, was das für eine Zahl ist? Auf Klingonisch vielleicht? Was ist das für eine Zahl? 90, Sek. Was ist das? Ey, mit der bin ich im Team. Was ist das? Die 6. Das ist eine 45. Du hast keine 45 wirklich mehr schreiben können? Ich war gestresst und hab vergessen, wie die Zahl aussieht. Okay. Oh, okay. Okay, reflektieren wir mal. Also erstens mal, das ist der Grund, warum die Folge so heißt, wie sie heißt. Okay, haben wir jetzt also aufgelöst. Nach zwei Drittel der Folge. Gut, okay, ist ja in Ordnung. Haben wir ja öfters schon gehabt. Zweitens, sie weiß nicht mehr, wie die Zahl 45 aussieht. Jetzt würde ich mir Gedanken machen. Ja, weiter geht's. Oh Gott, der Gefahr! Fuck! Oh, fuck! Nein! Fuck! Ich glaube, meine Box ist ins Wasser gefallen. Oh mein Gott! Hast du dir die Strecke nicht bei Tag angeguckt? Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du diese Fahrt mit dem Skateboard bei Nacht gemacht hast, ohne dass du die Strecke kennst. Wie dumm kann man sein? Da habe ich kein Mitleid, wenn die Box ins Wasser gefallen ist. Sei lieber froh, dass nicht du hinterher geflogen bist. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber von mir gewesen, aber nee, da habe ich kein Verständnis für, sorry. Vielleicht bin ich einfach auch zu alt für sowas, aber nee. Einer ist noch da. Und warum hast du das getan? Mit dem Getrampel hast du die armen kleinen Tierchen verscheucht. Ich wollte mal gucken, ob es ein Achievement gibt. Ja, Gronkh, das wissen wir. Du wolltest ja mal nur gucken, nur Tiere ärgern. Wir kennen das von der erschossenen Katze, nur weil sie ein Achievement gibt und einen Namen hat. Genau. Ganz böser Gronkh. Richtig geil, oder? Richtig, richtig gut. Ja, das ist, wenn der Avatar was macht, was man zeigen möchte.
Gut, aber ich fand das Bild. Oh, das ist so süß. Ja. Oh. Er ist tot. Ja, er hat sich in die Decke geschossen. Okay. Ja. Kann man nicht mehr dazu sagen. Er hat sich in die Decke geschossen. Weiter geht's. Also merke, Motorräder sollten sich nicht berühren. Ja, aber... Alter! Hä? Es wurde noch gesagt, die Räder dürfen sich nicht berühren. Und was macht ihr? Ihr berührt euch. Ja, weiter geht's. Du Sau, vielen Dank für deine 1069 ultra versauten Blitz. Ich hab gerade in meine Dose gesprochen. Ja, vielleicht solltest du weniger trinken. Aus der Dose. Ich meine nur, weiter geht's. Fleißig zu schminken, horrormäßig. Ich habe hier Latex, Wachs, alles. Und, ganz schön viele Caro. Fragen. Ja. Oh, du kleiner... Ach, das geht doch weiter. Leute mitmachen, die einen Sub haben, egal wann. Ob der jetzt, ich habe zum Beispiel auch einen Sub, weil ihr mir immer einen schenkt. Ihr müsst mir keinen schenken. Ich abonniere meine Schwester bewusst nicht. Okay, gut. Ja, also, ich habe mehrere Fragen. Erstens mal, die beiden sind Schwestern. Wow, okay. Zweitens, gute Reaktion auf das, was deine Schwester gemacht hat mit dem, und dann entsprechend so reagieren, würde ich auch gemacht. Drittens, Latex und Wachs zum Schminken. Milchbaum, wie zum Geier schminkst du dich? Ja, ich hatte meine Hochphase mit dem Spiel. Erinnert ihr euch noch damals, als ich in Battle Pack Hero richtig gut war? Und ich gewonnen habe? Da waren auch gute Streams, ja. Ja, und jetzt? Jetzt ist alles wie immer, denn er hat gewonnen. Er kommt von hinten, er kommt von vorne. Er kommt hier ins Gespräch. Ins Gespräch komme ich rein und begrüße dich, ohne dich zu unterbrechen. Ja, das war jetzt mal wieder ganz knapp die Kurve gekriegt. Aber so ganz knapp. Weiter geht's. Mist. Hätte einen Schirm mit. Danke, Impa. Geile Sau. Vielen Dank für den Verschenken, Bro. Das Einzige hier, was sich wie zu Hause anfühlt. Das war jetzt irgendwie die passendste Stelle für diesen Sub. Ja, genau. Weiter geht's. Manchmal passt's. I feel so stupid. Also alle lachen einfach. Ich schwöre, ich weiß nicht wieder. Papa! Wo ist der? Nee, die eine hat keine. Das ist die. Oh! Ich muss auf den Knopf drücken. Okay. Danke. Wir reden nicht darüber. Nein, wir reden jetzt schon darüber. Du hast den LKW-Tür nicht aufgekriegt? Hast du in deinem Leben noch nie eine LKW-Tür aufgemacht? Ich meine, also selbst eine Autotür bei Alten muss man einen Knopf drücken, oder? Okay, lassen wir das. Kannst du gleich dein Lied anmachen? Das war das Glas. Mädel, steh auf, mach's weg. Steh auf, mach's weg, weil das ist Holzboden. Das zieht ein. Das kriegst du nie wieder raus. Wenn du, je länger du wartest, umso schlimmer wird's. Ja. Jetzt wisst ihr, warum ich manchmal Plastikbecher benutze. Ja, weiter geht's. Ja. 1,5. Ach, nicht wieder 1,55. Jetzt habe ich mich sogar 15 gemacht. Was zum? Ich bin so ein NPC einfach, wirklich. 1,55. Jetzt habe ich mich sogar 5 cm kleiner. Und sogar die Hand, alles ist gleich. Sogar meine Falte auf der Stirn hier, die ich so hochschiebe. Was ist das denn?
Das ist eine Bewegung, die du zu häufig machst, würde ich sagen. Und deswegen ist das bei dir immer gleich, wenn du es machst. Ist so. Manche Sachen sind halt einfach nicht mehr gefühlsgesteuert, sondern automatisiert. Auch bei Menschen. Was ist das? Was passiert? Das war der Trailer. Oh mein Gott, Kapuzenwurm. Das war jetzt nicht dein Ernst. Du willst mir jetzt nicht erzählen, du wusstest nicht mehr, dass du einen Trailer dir angeguckt hast. Oh Mann. Nein. Weiter geht's. Mario Kart! Das nenne ich jetzt Spieleintauchen. Oh mein Gott! Oh nein! Mein Stuhl ist kaputt! Habe ich aber auch eine Runde richtig geblutet, ne? Da hatte einer... Ich hab vergessen, dass mein Stuhl ja kaputt ist! Also, erstmal fand ich das voll geil ins Spiel eingetaucht. Zweitens, du solltest dir einen neuen Stuhl kaufen. Obwohl, ich glaube, das war wahrscheinlich derselbe Stream. Drittens, geiler Aufsteller von Mr. Bean. Und ich hoffe, du hast nicht noch weiter vergessen, dass dein Stuhl kaputt war in dem Stream, weil sonst hast du dich mit Sicherheit noch mindestens einmal auf die Schnauze gelegt. Das war ein beknackter Clip. Ganz ehrlich. Ganz beknackt. Kann ich nichts zu sagen. Hä, hey, warum zählt das Hausdach immer noch als so dreckig? Achso, der... Blöde Frage. Oh mein Gott, wie peinlich war das denn jetzt? Warum zählt ein Spitzdach als dreckig, wenn es auf der einen Seite erst sauber gemacht ist? Ganz einfach, weil da ein Spitzdach zwei Seiten hat. Da sollte man vielleicht mal auf die andere Seite gucken. Und die Seite war wirklich sehr dreckig. Viel Spaß beim Saubermachen. Passt schon. Oh. Ein Feuerchen ist ausgebrochen. Hä? Die fahren ins brennende Haus! Surprise, Motherfucker! Okay, das nenne ich mal enthusiastische Brandbekämpfung. Die Feuerwehr fährt rein und bekämpft das Feuer von innen. Auch nicht schlecht. Kann man machen. Muss man nicht, kann man aber machen. Du hast zwei Hände. Du legst die Hände so, winkelst die beiden Zeigefinger an und machst den Mittelfinger gerade. Ungefähr so. Und dann fügst du beides zusammen. Und du hast dein Handherz. Das funktioniert nicht. Genau. Und du hast dein Handherz. Höher, Paul, sieht cleaner aus als schön. So. Krass, so stimmt, das ging. Aus. Ja, es ging. Doch. Das gut erklärt auch. Sieht aus wie Gicht. Nee, ich möchte dieses Herz behalten. Ja, yeah, mach das doch. Da krieg ich Gicht, krieg ich da. Guck mal, wie das aussieht. Das ist doch nicht cleaner bei mir. Das ist Gicht. Gichtherz. Ungefähr so. Und dann fügst du beides zusammen. Und du hast dein Handherz. Nee. Sieht cleaner aus als so. Nee. So sieht einfach cleaner aus. Definitiv nicht. Ja. Aber warte mal. Können wir durch unsere Superdaumen ein Daumenherz machen? Boah, okay, wer kann das? Daumenherz. Das kann niemand. Das ist nicht Boomer. Boomer ist der Move, Mann. Das ist Boomer seine Mutter. Oder diesen komischen Move, wo man so macht und andere macht so und dann schaut's aus, als würde man in eine Mumu gucken.
Das sind Boomer-Gags. Ja, ich wusste nicht, dass der Clip so lang ist, weil der zusammengeschnitten ist aus verschiedenen anderen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es versucht. Hin und wieder. Ich bekomme es nicht hin, die Zeigefinger anzuwinken. Doch, jetzt gegessen. Interessant. Okay, gut. Lassen wir das. Weiter geht's. Jetzt wird's lecker. Und damit ist der Stream für heute beendet. Ja, das war ein schönes Ende für diesen Stream. Jetzt wisst ihr, warum meine Katze nie da oben sitzen dürfte. Obwohl es natürlich mal schön wäre, wenn sie es machen würde. Tut sie aber nicht, aber das ist auch in Ordnung. Also wir wissen jetzt, warum. Gut, ja. Also ich fand die Folge sehr durchwachsen, aber es waren doch viele schöne Sachen dabei. Muss ich dazu sagen. Und ja, ich bedanke mich natürlich bei den Twitch Clips Germany und das zeige ich jetzt auch, indem ich hier ganz einfach ein Däumchen da oben mache. Abonniert ist schon. Und wenn ihr das machen wollt, das wird jetzt da eingeblendet. Dann könnt ihr das auch machen. Für meinen Kanal. Genau. Würde ich mich freuen. Und ja, wir sehen uns wieder auf jeden Fall bei der nächsten Twitch Clips Germany Folge, beim nächsten Stream auf Twitch. Wenn ihr da mal dabei sein wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Twitch-Kanal verlinkt. Da ist aber auch das Originalvideo verlinkt, wenn ihr das ohne mein Gesappel euch angucken wollt. Einfach draufklicken. Und wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge, was man Projekten könnte, habt, loblos werden wollt oder sonst irgendwas habt, was interessant ist, was ihr denkt, was man mir sagen könnte, schreiben könnte, unten in die Kommentare damit. Ich reagiere auf jeden Kommentar. Und ja, damit sage ich für diese Folge tschüss, eure Josie.